Sehr geehrter Herr Huber, meine Damen und Herren, ich bedanke mich sehr für die freundliche Einladung, die liebenswürdige Begrüßung, ganz besonders für die Großzügigkeit, eine Festrede anzukündigen, die Sie eigentlich gar nicht erwarten. Das macht mir den Einstieg mindestens leichter, denn die Anfrage in der damaligen Einladung, ob ich einige medienpolitische oder medienkritische Bemerkungen bei dieser Gelegenheit machen könnte, war ohne größeres Nachdenken positiv zu bescheiden. Die gleichzeitige Vorstellung, das in den Rahmen einer Festrede zu bringen, schon beinahe inkompatibel. Ich bitte Sie um Nachsicht, wenn ich auch selber jedenfalls nicht mehr ankündigen und versprechen möchte als zwei, drei ausgewählte medienpolitische und damit notwendigerweise natürlich auch kritische Anmerkungen, die all das, was man zur Rolle von Medien in einer modernen Gesellschaft und zum Verhältnis von Medien und Politik ganz sicher sagen könnte und vielleicht bei anderer Gelegenheit auch sagen müsste, natürlich nicht annähernd vollständig zum Gegenstand macht. Ich will mich im Wesentlichen auf zwei Aspekte konzentrieren, die jedenfalls beide eine auch selbstkritische Betrachtungsweise lohnen. Den einen Aspekt hat Herr Huber in seiner Begrüßung bereits angesprochen, nämlich die direkten und indirekten Wirkungen, die sich aus der gründlichen Veränderung der Medienlandschaft der letzten Jahre ganz offensichtlich und an manchen Stellen vielleicht auch nicht ganz so offensichtlich ergeben. Und der andere Aspekt, zu dem ich ein paar Bemerkungen machen möchte, betrifft das besonders schöne, sicher auch delikate, ganz gewiss nicht spannungsfreie Verhältnis von Politik und Medien, auch und gerade unter dem Gesichtspunkt des Verhältnisses von Politikern und Journalisten. Zur Veränderung der Medienlandschaft muss nicht mehr vorgetragen werden, dass mit der Digitalisierung von Daten und mit der Etablierung des Internet als einem bis dahin so nicht bekannten, schon gar nicht verfügbaren Mediums sich die Medienlandschaft grundlegend verändert hat. Und dass sich seit dieser Zeit nicht nur Proportionen im Angebot und in der Nachfrage signifikant verschieben. Ein Prozess, der ganz offenkundig noch nicht an sein Ende gekommen ist, sondern dass diese gründlich veränderte Wettbewerbssituation zwischen verschiedenen Medien erhebliche Folgen nicht nur für diejenigen hat, die Medienangebote machen und diejenigen, für diejenigen, die Medienangebote nutzen, sondern auch und gerade für das Informationsniveau und das Urteilsvermögen einer Gesellschaft. Der letztere Punkt scheint mir nicht in gleicher Weise regelmäßiger Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit zu sein. Und deswegen will ich dazu ein paar Bemerkungen machen. Ich beginne mit dem statistischen Hinweis, dass wir inzwischen nach jüngeren Untersuchungen eine Internetnutzung der deutschen Haushalte haben, beziehungsweise der hier lebenden Menschen in unserem Land, die die 80%-Marke überschritten hat. Und dass von den 4/5 der in diesem Land lebenden Menschen, die überhaupt das Internet nutzen, etwa 60% täglich von diesen Angeboten, dieser Nutzungsmöglichkeit Gebrauch machen. Dass wir uns hier in einer außerordentlich dynamischen Entwicklung befinden, wird auch daran deutlich, dass die tägliche Internetzeit
eines Erwachsenen in Deutschland sich in den letzten 10 Jahren etwa verdreifacht hat. Von durchschnittlich 30 Minuten auf jetzt durchschnittlich 95 Minuten pro Erwachsenen pro Tag im Internet. Nun gilt für Durchschnitte das, was für alle Durchschnitte gilt. Jedem fallen Beispiele ein, die davon deutlich abweichen. Aber das gilt eben nach beiden Seiten und führt zu diesem so oder so auffälligen Befund. Auch wenn man berücksichtigt, dass vielleicht die Internetnutzer über eine noch ausgeprägtere Begabung zur gleichzeitigen Nutzung verschiedener Medien verfügen, gibt es irgendwo natürliche Kapazitätsgrenzen der gleichzeitigen Nutzung von allem und jedem, schon gar unter dem Gesichtspunkt des ernsthaften Umgangs mit demselben, sodass sich folgerichtig mit dem Ausdehnen des Nutzens des Mediums Internet die Relationen mit Blick auf andere Medien verschoben haben. Und am ausgeprägtesten ist die Verschiebung, die es zwischen den elektronischen Medien auf der einen Seite und den Printmedien auf der anderen Seite gegeben hat. Dass das, und Herr Huber hat mit Blick auf eine ganz bestimmte Fragestellung diesen Aspekt schon angesprochen, insbesondere Verleger interessieren, vielleicht auch elektrisieren muss, bedarf keiner besonderen Erläuterung. Spannender finde ich die Frage, ob dies für das Informationsniveau und damit auch das Urteilsvermögen einer Gesellschaft wie unserer eher nachrangig oder doch eher signifikant ist. Und ich jedenfalls habe den Eindruck, dass diese Veränderung in der Nutzung verschiedener Medien signifikante Wirkungen für das Informationsverhalten und damit tendenziell auch für das Urteilsvermögen unserer Gesellschaft hat. Und deswegen hat es nicht nur ganz offenkundig beachtliche kommerzielle Implikationen, es hat auch erhebliche politische Implikationen. Dass sich die im Übrigen durch das ja wiederum auffällig stärkere Nutzungsverhalten der jüngeren, der nachwachsenden Generation mit Blick auf die elektronischen Medien im Allgemeinen, das Internet im Besonderen, tendenziell eher verstärkt und keineswegs abbaut, füge ich jetzt nur der Vollständigkeit halber hinzu. Der wesentliche Unterschied, auf den ich aufmerksam machen möchte, ist die Art des Nutzerverhaltens. Wer das Internet als seine Quelle für das Beschaffen von Informationen nutzt oder von Sachverhalten, von Interessen, der hat einen prinzipiell anderen Zugang zu Informationen, nach denen er sucht, als beispielsweise der klassische Zeitungleser oder Zeitschriftenleser. Der Nutzer des Internet nutzt dieses Medium, um Sachverhalte aufzusuchen, an denen er Interesse hat. Und findet mit Stichworten eine zunehmend im Regelfall gigantische Zahl von Fundstellen, die nach bestimmten, eher quantitativ für relevant gehaltenen Kriterien für ihn sortiert werden und mit denen er sein Informations- und oder Unterhaltungsbedürfnis bedient. Um mindestens diesen Aspekt der Festrede im Charakter zu wahren, erspare ich uns den Hinweis, für welche Art von Informationen die Recherchen besonders häufig genutzt werden. Der typische Leser einer Tageszeitung nutzt ein Medium in der Erwartung, mindestens in der akzeptierten Vermutung, mit Informationen konfrontiert zu werden, die andere für wichtig halten.
Mir kommt es im Augenblick gar nicht darauf an, ob man das eine für anachronistisch und das andere für modern hält, das eine für sympathisch und das andere für unsympathisch. Ich will schlicht darauf hinweisen, es ist nicht dasselbe. Ob ich auf dem einen oder auf dem anderen Wege meine Informationen suche bzw. beziehe. Und ich glaube, es ist auch nicht unfreundlich gegenüber dem einen oder dem anderen Medium, wenn man darauf hinweist, dass das Internet da, wo es sorgfältig ist, eher lexikalisch als analytisch ist, während umgekehrt eine Zeitung, wenn sie sorgfältig arbeitet, eher analytisch als lexikalisch ihre Nutzer erreicht. Nochmal, man kann das eine oder das andere spannender finden, dass es nicht dasselbe ist, halte ich für offensichtlich. Und deswegen halte ich für naheliegend, dass es Folgen für das Informationsniveau und tendenziell damit für das Urteilsvermögen einer Gesellschaft hat, ob die Art der Informationsbeschaffung ganz oder überwiegend sich durch das eine oder das andere Medium oder durch beide gleichzeitig und in welchen Relationen zueinander vollzieht. Zu den Veränderungen, die mit dem Internet die Medienlandschaft, natürlich nicht nur in Deutschland, sondern weltweit betreffen, gehört, dass sich damit nicht nur die Wettbewerbsbedingungen im Allgemeinen einmal mehr und zwar gründlich verändert haben, sondern, wenn mich mein Eindruck nicht täuscht, wir seit dieser Zeit davon auszugehen haben, dass nicht mehr länger die Printmedien die Wettbewerbsbedingungen der Medienwelt bestimmen, sondern die elektronischen Medien bestimmen die Wettbewerbsbedingungen. Was wiederum unter vielen anderen Aspekten, die auch spannend sein mögen, zur Folge hat, dass die Präferenzen, die die elektronischen Medien gegenüber den Printmedien haben und auszeichnen, jetzt zunächst mal im technischen Wortsinne gemeint, zunehmend von dem einen auch auf das andere Medium durchschlagen. Und nun will ich, weil ich ausdrücklich zu medienkritischen Anmerkungen eingeladen worden bin, sagen, was mich als Mediennutzer besorgt, gelegentlich nervt und manchmal auch ärgert. Es gibt in meiner Wahrnehmung eine Reihe von großen Trends, alle Trends, nicht alle überall in gleicher Weise und gleicher Ausdehnung zu beobachten sind, aber als Trends eben großflächige Entwicklungen darstellen, die, wie mir scheint, schon mit dem Internet als Medium in einer ursächlichen Weise zusammenhängen und sich über die elektronischen Medien und ihre naturgemäß besonders starke Verflechtung mit dem Internet auf die Medienlandschaft im Ganzen niederschlagen. Das ist zum Beispiel der Trend des zunehmenden Vorrangs von Bildern gegenüber Texten. Es ist der schwer übersehbare Trend des Vorranges von knappen Botschaften gegenüber ausführlichen Analysen, von Schlagzeilen gegenüber Sachverhalten. Es gibt seit langem den Trend der Personalisierung von allem und jedem. Und richtig schön medienwirksam ist ein Thema, wenn es sich mit Personen verbinden lässt. Ohne Personalisierung fehlt ihm tatsächlich oder scheinbar die Mindestattraktivität, die mediale Verwendungsoptionen brauchen. Es gibt in einer, nach meiner Wahrnehmung,
auffällig gesteigerten Form in Verbindung mit dem Triumphzug des Internets quer durch die Medienlandschaft den immer stärkeren Vorrang der Schnelligkeit vor der Gründlichkeit der Informationsbeschaffung und Informationsvermittlung, den Luxus, eine Information auf ihre Richtigkeit zu prüfen, bevor man sie potenziellen Nutzern anbietet, glauben sich immer mehr Journalisten gar nicht mehr erlauben zu können, weil die Konkurrenzbedingungen so sind, wie sie sind. Und das Ganze ist schließlich verbunden mit einer geradezu gnadenlosen Dominanz der Unterhaltung gegenüber der Information. Das kann man, wie ich finde, quer durch die Medienlandschaft beobachten. Und es ist natürlich im elektronischen Bereich ausgeprägter als im Printbereich, dass es dort nicht zu beobachten sei, scheint mir eine verharmlosende Vermutung. Die Otto-Brenner-Stiftung hat neben vielen anderen Verdiensten ja auch die lobenswerte Übung, sich immer wieder mit besonders relevanten Fragestellungen in unserer Medienwelt auseinanderzusetzen. Und dazu gehört ja etwa aus diesem Jahr nicht nur die interessante Studie über Talkshows und deren Prominenz und Relevanz, sondern auch über die Entwicklung von Nachrichten. Und die in dieser Studie ebenso plausible wie erschreckende, für mich jedenfalls, erschreckende Demonstration einer zunehmenden Entpolitisierung auch von Nachrichten. Wobei mir niemand erläutern muss, dass nicht alles, was politisch ist, eo ipso nachrichtenrelevant sei und umgekehrt in Nachrichten nichts Unpolitisches vorkommen dürfe. Aber wenn man mal davon ausgeht, dass Nachrichten eigentlich ein klassisches Format für die Vermittlung politisch relevanter Sachverhalte sein könnten, vielleicht auch sein sollten, finde ich schon nicht unerheblich, dass nach Medienanalysen, die ich nicht angestellt habe, der mit Abstand größte einzelne Politikanteil in deiner deutschen Fernsehnachrichtensendung bei 48% und damit bei weniger als der Hälfte liegt. Auch bei keinem öffentlich-rechtlichen Medium haben wir in Nachrichten einen Politikanteil, der die 50%-Grenze erreichte oder gar überböte. Bei den privaten Anbietern liegt der Politikanteil in den Nachrichtensendungen bei unter 20, teilweise bei unter 10%. Die bei der jungen Generation am stärksten gesehene Nachrichtensendung wird nicht mehr von öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten angeboten. Das komplettiert das Bild. Ich halte mich natürlich nicht für einen unbefangenen, neutralen Beobachter der Szene. Jeder hat da seine besonderen Empfindlichkeiten, das will ich nicht bestreiten. Aber zu der immer noch nicht ganzen Wahrheit der Medienentwicklung der letzten Jahre gehört, dass aufgrund einer Wettbewerbslage, die so ist, wie es ist, auch und gerade öffentlich-rechtliche Rundfunk- und Fernsehanstalten sich aus den besonderen Verpflichtungen, die sich aus ihrer Gebührenfinanzierung ergeben, weitgehend zurückgezogen haben oder aber entsprechende Angebote in Nischenprogramme outgesourced haben, um die Hauptprogramme für den Wettbewerb freizukriegen, denen man sich unter den gegebenen Bedingungen unserer Mediengesellschaft glaubt, stellen zu müssen. Heute auf den Tag genau vor 6 Jahren wurde mit Angela Merkel die erste Frau in das Amt der Bundeskanzlerin gewählt.
Wiederum heute auf den Tag genau vor 21 Jahren trat die erste britische Premierministerin von diesem Amt zurück. Vor 48 Jahren auch am heutigen Datum 1963 wurde John F. Kennedy in Dallas ermordet. Alles herausragende Politikereignisse, die natürlich auch und gerade die Medien begleitet und verfolgt haben. Mit einem vergleichbaren Datum kann und will und muss die Politik nicht jeden Tag dienen, heute sicher auch nicht. Aber heute Morgen hat beispielsweise im Deutschen Bundestag die Debatte über die Frage stattgefunden, wie geht eigentlich dieses Land in Gestalt seiner verantwortlichen politischen Institutionen mit dieser ebenso unglaublichen wie unerträglichen Serie von Mordanschlägen einer neonazistischen Bande um. Natürlich hat, wie in der Regel Bundestagsdebatten, Phoenix das im Programm. Bei ARD und ZDF findet Business as usual statt. Rote Rosen. Folge 1152 war heute Morgen zu sehen, während sich der Deutsche Bundestag mit einem Thema beschäftigt, das nun wiederum nach der überwiegenden Mehrheit der deutschen Medienprominenz eigentlich das zentrale Thema dieser Republik sein müsste. ZDF bringt volle Kanne und lässt sich auch nicht weiter irritieren. Und so setzt diese Gesellschaft in Gestalt ihrer Medien die Prioritäten, die sie für richtig hält. Um nicht missverstanden zu werden, ich halte ausdrücklich an dem Prinzip fest, dass über die Relevanz auch und gerade von Nachrichtengebungen nicht die Politik zu entscheiden hat. Aber ich erlaube mir den Hinweis, dass man sich bitte schön über das politische Bewusstsein einer Gesellschaft nicht beklagen soll, wenn man selber als Medienvertreter die Prioritäten so setzt, wie man sie setzt. Und ein gnadenloser Vorrang von Unterhaltung gegenüber allem und jedem stattfindet. Mir ist zugegebenermaßen auch erst vor ein paar Jahren die Weisheit einer Bemerkung deutlich geworden, die schon 20 oder 25 Jahre alt ist, Neil Postman in seinem damals viel zitierten Bestseller »Wir amüsieren uns zu Tode«. Da findet sich der schlichte Satz, das Problem des Fernsehens ist nicht, dass es zu viel Unterhaltung bringt. Das Problem des Fernsehens ist, dass es aus allem und jedem Unterhaltung macht. Die Talkshows sind für mich gewissermaßen die Anwendung dieses Prinzips, beispielsweise auf den Bereich der Politik. Und ich widerstehe jetzt tapfer der Versuchung, meine ohnehin hinreichend bekannte Begeisterung für dieses besondere Format einmal mehr in ganzer Pracht und Schönheit auszubreiten. Ich begnüge mich mit einem einzigen, wiederum statistischen Befund. Die vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Deutschland im Hauptprogramm pro Jahr übertragenen Bundestagsdebatten machen addiert 26 Stunden aus. Das ist eine halbe Stunde pro Woche auf 52 Wochen umgerechnet. Die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen pro Woche angebotenen Talkshows machen 22 Stunden aus. 1000 Stunden im Jahr. Nochmal, dürfen die das? Ja, die dürfen das. Für eine Errungenschaft halte ich das nicht. Zumal ja jeder seine eigenen Beobachtungen machen kann, im Übrigen auch machen muss. Welche Aussichten durch diese Art sozusagen von Formaten für die Erläuterung, Vermittlung
gerade auch zunehmend komplexer Sachverhalte gegeben sind. Ich habe jetzt, wenn ich das richtig sehe, die für den Programmablauf vorgesehene Redezeit fast ausgeschöpft, was für die einen vielleicht die erleichternde und für die anderen die vielleicht bedauerliche Konsequenz hat, dass ich das angekündigte zweite Thema eigentlich nicht mehr behandeln kann, nämlich ein paar Bemerkungen zum Verhältnis von Politikern und Journalisten zu machen. Herr Prantl hat gerade gesagt, er bestünde da drauf. Das müsste man natürlich auch notfalls über eine Probeabstimmung auf die Mehrheitsfähigkeit hin testen. Ich kipp mal das Thema jetzt nicht ganz, aber beschränke mich hier auf ganz wenige Bemerkungen. Dass das Verhältnis von Politikern und Journalisten ein ganz besonderes ist, muss nicht erläutert werden. Dass diese beiden Berufe eine Reihe von hinreichend erkennbaren Unterschieden aufweisen, ist, glaube ich, auch nicht im Einzelnen erläuterungsbedürftig. Dass es auf der anderen Seite auch eine Reihe von Gemeinsamkeiten gibt, sollte mindestens nicht unterschlagen werden. Das gilt beispielsweise mit Blick auf das jeweils relativ ausgeprägte Selbstbewusstsein. Weder bei meinen Kolleginnen und Kollegen in der Politik noch bei den Journalisten treffe ich regelmäßig auf ausgeprägte Minderwertigkeitskomplexe. Beide scheinen mir gelegentlich, die Politiker wie die Journalisten, von der Versuchung geplagt, sich für eine besondere Kategorie der Menschheit zu halten, denen Dinge, die für den Rest der Menschheit gelten, eigentlich nicht zugemutet werden dürften. Und zu den Gemeinsamkeiten gehört auch, dass sie beide relativ hohen Einfluss und einen relativ schlechten Ruf haben, interessanterweise. Beides grob ungerecht, wie sich versteht, auch das muss ich nicht erläutern. Mein größter Trost, wenn ich diese regelmäßig gleich deprimierenden Reputationsskalen lese, besteht darin, dass noch hinter Journalisten und Politikern inzwischen nicht nur Banker rangieren, was ich ja fast verstehe, sondern auch Buchhändler, was ich völlig unbegreiflich finde. Und da ich mir das überhaupt nur mit einem freischwebenden Ressentiment erklären kann, neige ich dazu, die Untersuchung für offenkundig unseriös zu halten und mit auf diesem Wege gestärktem Selbstbewusstsein den übertragenen Aufgaben weiter nachzukommen. Aber ich möchte Sie gerne, wenn Sie die zwei Minuten noch dafür erübrigen können, auf einen interessanten Befund aufmerksam machen, den ich in einer Medienstudie von Hans-Matthias Keplinger aus dem vorletzten Jahr, mache jetzt 2 oder 3 Jahre alt sein, gefunden habe. Der untersucht nämlich dieses natürlich spannungsreiche Verhältnis zwischen Politikern und Journalisten und kommt aber unter anderem zu dem Ergebnis, dass fast die Hälfte der Journalisten beklagt, es sei kaum noch möglich, etwas über die Ziele von Politikern zu erfahren, während fast die Hälfte der Politiker findet, es werde regelmäßig falsch berichtet. Dabei gehen fast 80% aller Befragten davon aus, der Journalisten wie der Politiker, dass die jeweils andere Gruppe ohnehin nur eigene Interessen verfolge. Politiker verfolgen persönliche und Parteiinteressen, Journalisten hätten Auflage und Quote im Blick. Die Hälfte der Politiker meint, Journalisten sei jedes Mittel recht. 48% der Journalisten, also wiederum fast präzise die gleiche Größenordnung, hingegen halten Politiker für skrupellos. Nun ist das, meine Damen und Herren, alles sicher nicht frei erfunden. Dafür gibt es irgendwo jeweils Anhaltspunkte im wirklichen Leben. Als Verallgemeinerung halte ich das gleichwohl für falsch, mindestens für stark übertrieben. Ich kenne eine Reihe von Journalisten,
den zur Informationsbeschaffung und Informationsvermittlung nicht jedes Mittel recht ist? Und vielleicht kennt der eine oder andere von Ihnen sogar einzelne Politiker, die er nicht für skrupellos hält. Es könnte nicht schaden, wenn das gelegentlich auch deutlich würde. Weil nun wiederum unter den Bedingungen der Wahrnehmungen von Wirklichkeit, die sich, ich neige fast zu sagen, immer weniger empirisch vollzieht durch eigene Erfahrung, sondern immer häufiger und immer exklusiver über Medien, diese jeweiligen Beobachtungen, Beurteilungen und allzu häufig auch Klischees das Bewusstsein der Öffentlichkeit im Umgang mit den Sachverhalten prägen. Umso mehr macht es Sinn, sich immer wieder im doppelten Wortsinn um einen kritischen Journalismus zu bemühen, einen auch selbstkritischen Journalismus zu bemühen, der in dem, was Gegenstand des täglichen Geschäfts ist, auch die eigene Rolle reflektiert und die Wirkungen, die mit dem, was man vermittelt oder eben nicht vermittelt und der Art und Weise, in der man es vermittelt, zum Gegenstand des eigenen beruflichen Ethos macht. Deshalb verbinde ich meinen herzlichen Dank für die freundliche Einladung mit einer ebenso herzlichen Gratulation an die Preisträgerinnen und Preisträger, die nachher dafür gepriesen werden, weil sie solchen Ansprüchen mindestens einmal in auffälliger Weise genügen. Und verbinde damit die leise Hoffnung, dass es mit und ohne Preise dauerhaft so bleibt.